In diesem Video wiederholen wir die grafische Addition von Vektoren und die grafische Subtraktion von Vektoren und die grafische Multiplikation mit einem Skalar. Wir wollen zuerst die beiden Vektoren a und b addieren. Ich habe die unten schon vorbereitet. Du siehst hier den Vektor a und dazu wollen wir jetzt den Vektor b addieren. Das heißt, wir nehmen unseren Vektor b und müssen diesen jetzt an die Spitze von a dranhängen. Also wir haben begonnen mit dem Vektor, den Vektor a zu zeichnen. An die Spitze hängen wir den Vektor b dran. Und was wir dann bekommen, nämlich vom Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors, das ist unser Vektor a plus b. Wenn wir jetzt zwei Vektoren subtrahieren wollen, also a minus b, dann ist das ja eigentlich genau dasselbe, wie wenn wir einfach den negativen Vektor anhängen. Das heißt, wir beginnen wieder gleich. Wir zeichnen unseren Vektor a und hängen jetzt das negative b daran. Und wieder vom Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors. Und dann haben wir a minus b. Und was bedeutet die Multiplikation mit einem, also die Multiplikation mit einem Skalar und einem Vektor? Das bedeutet, dass der Vektor einfach um ein Vielfaches gestreckt oder verkürzt wird. Also wenn wir unseren Vektor c hier mit 2 multiplizieren, dann bedeutet das, dass wir ihn quasi verdoppeln. Und grafisch würde das bedeuten, dass wir einfach den Vektor c an den Vektor c nochmals dranhängen. Also das Ganze ist dann der Vektor 2 mal c. Wenn du c zum Beispiel mit 1/2 multiplizierst, nein, dann wird er einfach um die Hälfte verkürzt. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn du a plus b zeichnen willst, zeichnest du zuerst a und hängst dann an die Spitze b dran. Und dann gehst du vom Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors. Es ist ganz wichtig, dass du da die richtige Richtung erwischt. Das ist dann a plus b. Wenn du subtrahieren willst, gehst du genau gleich vor. Du zeichnest wieder zuerst den Vektor a und hängst jetzt das negative b daran. Und dann vom Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors und du bekommst a minus b. Wenn du einen Vektor mit einer Zahl multiplizierst, dann wird er zum Beispiel verdoppelt oder wenn du ihn mit 1/2 multiplizierst, halbiert. Wenn du ihn mit 3 multiplizierst, wird er natürlich dreimal so lang. Das heißt, du musst ihn einfach strecken um das Doppelte zum Beispiel oder um das 1/2-fache oder um das 1/2-fache. Okay, dann schauen wir jetzt zu unserem Beispiel. Stelle die Vektoren w plus z 2 mal z minus 1/2 mal w und v minus w grafisch dar. Wir haben jetzt gerade die ganzen Sachen schon wiederholt. Das heißt, du kannst jetzt bitte das Video pausieren und versuchen, die Vektoren grafisch alleine darzustellen. Wir lösen das Beispiel gemeinsam auf. Ich habe hier die Lösung für dich schon vorbereitet. Schauen wir zuerst zu w plus z. Also, an den Vektor w hängen wir den Vektor z an und dann von Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors bekommen wir w plus z. Achte ganz besonders, dass du die Pfeilspitze richtig einzeichnest, dass dein Pfeil die richtige Orientierung hat. 2 mal z bedeutet einfach, der Vektor z wird doppelt so lang. Also du nimmst den Vektor z und hängst ihn dann nochmal dran. Minus 1/2 mal w
Bedeutet, du nimmst den Vektor w, musst aber die Orientierung umkehren, das heißt die Pfeilspitze, die zeigt in die andere Richtung, weil bei w zeigt sie in diese Richtung und bei minus w in diese Richtung. Und weil wir mit ein halb vorne noch multiplizieren, heißt das, unser Vektor wird zusätzlich halbiert. Und v minus w, wir zeichnen unseren Vektor v und hängen jetzt minus w daran. Und vom Schaft des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors bekommen wir v minus w. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.